Da hinten ist meine Basis. Ich bin gerade mal ein bisschen weit weggelaufen. Zum Glück ist hier so ein bisschen Sauerstoff in der Gegend. Und noch eine weitere Höhle. Aber da will ich jetzt gerade mal nicht rein. Ich denke mal, für die Höhlen bin ich noch nicht so ganz bereit hier. Ich werde jetzt mal schauen, dass ich... habe ich noch Sauerstoff hier als Klumpen? Nein, habe ich nicht. Der wurde alles verbraucht. Ich habe ein bisschen Harz gefunden hier zwischendurch. Das heißt, ich könnte... Ja, ich muss mal schauen. Also die Basis so richtig groß bauen, werde ich die wahrscheinlich eh nicht können. In dem Sinne, dass sie ein Stück weit reicht. Aber ich muss zumindest mal gucken, dass ich wieder ein Atemgerät hier, dass ich einen Filter bekomme. Ansonsten kriege ich hier gerade mal gar nichts hin. Das ist gerade mal noch nicht so ganz überzeugend, was ich hier tue. Gemisch habe ich halt noch keins hier, ne? Und Harz habe ich im Moment auch noch. Also ich habe schon Harz, was brauche ich gerade mal nicht. Weitere Forschungssachen müsste ich auch schauen. Ich werde das mal speichern, glaube ich. Das wäre nicht komplett verkehrt. Das Spiel wird gespeichert. Hoffentlich funktioniert das auch. Es ist halt immer die Frage, in welche Richtung gehe ich. Ich werde mal den Marker hier mitnehmen, glaube ich. Weil damit kann ich mir andere tendenziell interessante Sachen markieren. Ich habe eben so ein Kugelhäufchen da hinten nochmal gefunden. Ich muss nur gucken, dass ich da irgendwie gesund hinkomme, weil naja, der Sauerstoff, der ist wirklich ein Problem hier. Im Moment ist das wirklich ein Problem. Hallo? Kann ich den wieder mitnehmen? Ja. Sehr praktisch. Dann werde ich mich nochmal wieder mit Sauerstoff auffüllen. Hooray! Und ich denke, ich gehe noch jetzt mal da hinten in die Richtung. Da ist ja noch so eine Quelle für Sauerstoff. Das heißt, vielleicht kann ich von da aus noch ein bisschen weiter schauen. Im Moment ist es wirklich eher, naja, so sternförmiges Erkunden aus Richtung der Basis, dass ich dazu allen Seiten irgendwie erstmal gucke, was da so los ist und was nicht. Dass ich da möglichst schnell und effizient an irgendwelche Ressourcen komme, die ich dann brauche, um zumindest so ein paar grundlegende Sachen aufzubauen. So eine Quelle ist schön hier, das finde ich gut. Da sollte ich in der Gegend bleiben. Und da ist noch hier Gemischkrams. Ich dachte, ich hätte das mitgenommen, aber anscheinend nicht. Anscheinend nicht genug. Das ist praktisch. Da habe ich ein Gemisch und habe keinen Platz, verdammt. Weil ich zu viel Harz habe. Hier die Pflanzen, das haue ich mal weg. Machen wir das mal so. Ist hier noch mehr Gemisch jetzt? Ist hier aber noch mehr Gemisch. Ja, zumindest äußerst praktisch. Ich weiß es gerade mal nicht. Huh. Ich darf mal nicht zu schlimme Krater bauen hier. In dem Sinne. So, da ich jetzt aber ein weiteres Gemisch habe. Was war das hier? Achso. Das ist so uninteressant, oder? Genau. Werde ich erstmal wieder zurückgehen. Gucken, dass ich da den Schmelzer aufbaue. Ich weiß noch immer nicht so ganz, was der eigentlich macht, aber vermutlich irgendwas Sinnvolles. Man kann ihn recht früh bauen, also wird man ihn wahrscheinlich auch recht früh bald brauchen. Vielleicht kann man sich damit dann sowas wie Kupfer einschmelzen oder sowas. Das wird sich dann zeigen. Das wird sich dann zeigen. Wobei, ich habe... Nee, warte mal, hier. Windfahne? Nein. Ich kann mir doch einen Filter bauen hier. Warum bin ich denn so hibbelig hier? Gemisch habe ich aber nur einmal. Dann brauche ich mir erstmal noch einen Filter. Dann machen wir das Gemisch gleich. Warum habe ich denn jetzt so ein Hackback hier draus gemacht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Dann kann ich ja noch weiter in die Gegend gehen. Dann suche ich jetzt noch mehr von dem Gemisch. Einfach aus Prinzip und weil ich es brauche. Vermutlich. An sich ist hier erstmal ein ziemliches Brachland, aber was ist das denn bitte für ein komischer Klumpen hier? Das sieht seltsam bis sehr seltsam aus, aber auch zum Teil interessant. Was ist denn das? Kannst du auch einfach abbauen hier, oder was? Ist das auch eine Pflanze? Ist das ein Fuß? Hä? Unbekannt. Ah, das kann man einfach so... Ah. Das heißt, ich könnte das auch nochmal hier mit nach Hause nehmen. Zu Forschungszwecken. Machen wir das. Wenn wir schon dabei sind. Mal gucken, was wir dann da bekommen. Ich weiß es nicht. Aber der Filter hilft schon mal hier auf jeden Fall wieder. Sonst wäre ich jetzt schon wieder erstickt hier. Man kann echt nicht weit ohne Filter weg. Aber weit genug, um halt hier Zeug zu finden. Filter ist halt relativ schnell hergestellt.
wenn man den Bauplan bekommen hat. Ich weiß nicht, wie die Reihenfolge da aussieht, ob man immer die gleiche Reihenfolge quasi bekommt bei der Forschung. Das wäre mal ganz interessant. Nicht, dass man dann immer keinen Filter bekommt. Und dann sieht das ganz blöd aus. Warum habe ich... Ist der... Warte mal. Wo ist denn der Filter jetzt hin? Hä? Warum bekomme ich keinen Sauerstoff mehr? Wo ist denn der Filter hin? Habe ich den... Ist der... beseitigt er sich von alleine oder was ist da los? Verbraucht er sich? Das kann natürlich auch sein. Zum einen finde ich es... Klar, dadurch, dass nichts beschrieben und beschriftet wird und man alles selbst herausfinden muss, dauert es länger. Man kann vielleicht... Oder man hat vielleicht ein paar frustrierende Momente, weil man einfach nichts hinbekommt. Aber im Prinzip finde ich das auch gar nicht so verkehrt, wenn man zumindest wenig Hinweise hat auf das, was hier passieren wird. Weil davon leben halt so Survival-Games, so Survival-Geschichten, dass man halt noch kein besseres Schimmer hat. Lithium. Welten. Kann ich hier das, warte mal. So, ja, pack das da ruhig drauf. Ich werde das einfach mal hier als Zwischenspeicher benutzen, ne? Hoffe ich. Harz. So, ich pack da einfach mal die Sachen. Weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber ich mach das mal. So, habe ich zumindest Platz. Wunderbar. Aber ist ja komisch hier, dass der Sauerstoff jetzt wieder fehlt, beziehungsweise hier das Ding ins... Der Filter. Naja, ich gehe erstmal in die Nähe von der Sauerstoffquelle hier. Das heißt, ich müsste relativ viel gemischt dann erstmal finden und dabei haben, anscheinend, damit das alles gut funktioniert. Damit ich hier immer schön mich auffüllen kann. Ich hoffe mal, das geht irgendwie. Das wäre schön. Und er zeigt dir noch an, dass hier Gemisch ist. Die Frage, wo? Ich weiß es nicht. Ich werde sowas von verrecken hier, ist toll. Vor allem, wenn es gleich wieder Nacht wird. Ich weiß nicht, ob da, ob dann nochmal hier so ein Sandsturm kommt. Ich wäre ja ein bisschen dagegen. Zumindest dann, wenn ich eigentlich auf dem Weg nach Hause bin. Und ich dann spontan langsamer mich bewege und von Steinen erschlagen werde. Ich meine, es hatte was, ne? Aber nicht allzu viel Schönes. Das auf keinen Fall. So, was hatte die Forschung eigentlich ergeben? Habe ich ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Generator, Leuchtfeuer, Windfahne, Solarmodul, Batterie, Verbindungen, Tank. Was heißt ein Tank denn an der Stelle? Für mehr Sauerstoff? Ich habe aber nichts Neues bekommen hier. Windfahne ist wahrscheinlich auch wieder eine Art Energieerzeuger, ne? Vermute ich mal. Also die Sachen, die man hier herstellt, sind ja anscheinend für uns direkt. Und die Sachen, die man hier ranbaut, das sind dann andere Teile. Das sind dann Gebäude. Ich weiß nicht, ob man die auch, oder wie man die erforscht. Habe ich nicht Titan sogar da? Nee, habe ich nicht. Lithium. Ha. Warte mal, ich habe doch hier... Ich nehme ja nochmal so ein Gemisch mit hier. Ich werde das nochmal beobachten, ob das Ding sich verbraucht. Weil mit dem Teil unterwegs zu sein, ist natürlich nochmal sehr viel einfacher. So. Eigentlich gerne in die Richtung, wo ich noch nicht war, aber ich bin im Moment nicht ganz sicher, wo ich noch nicht gewesen bin hier. Klar war ich noch nicht überall. Also ein paar Stellen zumindest. Also von der Richtung hier, da war ich wahrscheinlich noch am häufigsten. Aber hier ist zumindest auch eine ganze Menge Krempel. Das könnte auch helfen. Und unterirdisch, ob da die Ressourcen sind. Tendenziell werde ich da wieder von irgendwelchen Sachen erschlagen, habe ich den Eindruck. So, kann man hier schon irgendwas erkennen? Dass der anders aussieht als vorher? Nee, ne? Der sieht immer noch genauso leuchtend aus wie vorher. Nicht, dass da, also dass man da eine ganz kleine Anzeige hat. Genau, hier war das Teil, was ich mitnehmen wollte. Ein weiteres Teil.
dass wir da nochmal vielleicht was gebacken kriegen. Aluminium, praktisch. Und organische Ressource. Aber das ist jetzt nichts, was ich erforschen kann, ne? Nö. Aber schön, dass die Sachen einfach so auseinanderplatzen. Das finde ich schon mal gut. So. Ups. Was auch mal das jetzt wieder ist. Oh, Sauerstoff ist gut. Kann ich. Aber okay, das sind dann Felder, die aber weg sind, ne? Ah, okay, das ist Sauerstoff, den ich hier mitnehmen kann. Alles klar. Das finde ich gut, falls ich dann doch noch welchen bräuchte hier. Das ist tatsächlich eine sehr gute Sache, dass man das dann mitnehmen könnte hier. So, Zwischenspeicher. Dann wäre mal interessant, was der Tank dann halt macht, ne? Was man damit machen kann. Weil das weiß ich im Moment noch nicht so ganz. Ich gehe mal hier rein. Ich hoffe, da ist irgendwas Sinnvolles. Ich hoffe, dass die Stalaktiten mich nicht zerbohren werden hier. Das wäre etwas uncool. Oh, Stalagmiten gibt es ja auch noch. Was war das Geräusch? Der Filter ist, glaube ich, weg. Jetzt ist der Filter, der hat sich ausgefiltert. Das ist eher schlecht. Da will ich nicht runter jetzt hier. Keinen blassen Schimmer, was da so los ist. Der Filter ist weg, ne? Genau. Aber verbraucht sich jetzt... Der Sauerstoff verbraucht sich jetzt. Was in der Form schlecht ist, dass ich halt wirklich jetzt einigermaßen weit von zu Hause weg bin. Und der Sauerstoff gerade mal verbraucht ist. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Ah, Mist, ey. Das kann doch nicht so schwierig sein, hier mal ein bisschen... ordentliches Zeug zu bekommen. Bisschen Gemisch oder sowas in dem Bereich. Sollte eigentlich nicht so schwierig sein. Da vorne ist zumindest Sauerstoff. Ich habe da ja nicht alles von weggenommen hier von dem Feld. Also ich sollte schon nach Hause kommen, aber ich will doch noch ein bisschen Gemisch haben. Ich darf das wahrscheinlich nicht in zu großen Mengen für irgendwelche Filter verwenden. Habe ich den Eindruck. Weil ich dann das Gemisch nicht für die Gebäude haben kann. Also kann ich mir auch keine weiteren Hilfsmittel quasi bauen. Um gut zu überleben. Problem ist, dass der Sauerstoff vielleicht trotzdem nicht reichen wird. Da muss ich auch mal rangehen an das Teil. Was auch immer das sein mag. Ja, Sauerstoff, das wird nicht reichen. Befürchte ich mal. Da ist Sauerstoff, warte mal. Das ist schon spannend, finde ich. Es hat zumindest was. Also wie gesagt, so ein kleines bisschen Dokumentation wäre schon noch nett. So ein paar grundlegende Tipps für den Anfang, sag ich mal. Aber, ha, da wollte ich ja nicht hin. Mist. Das, uiuiui, das wollte ich nicht. Mist, wo war denn das? Das ist ganz schlecht. Alle Ressourcen wieder verloren. Mann, oh, ich kann das Spiel nicht. Nein, als ob ich jetzt hier weinen würde, aber das ist, ja. Vielleicht komme ich da nochmal wieder hin. Ich hatte da Ressourcen und sowas. Ich bin halt runtergefallen. Das ist ganz schlecht. Das ist eine ganz blöde Idee. Achso, man hatte den Kompass, wenn man mit der Maus auf sich selber geht. Alles klar. Genau, ich gucke mir jetzt das Ding genauer an, was auch immer das ist. Ich meine, das Solarmodul hier, das behalte ich. Ist schon mal gut. Es pulsiert ja hier fröhlich vor sich hin. Oh. Ist auch wieder eine Wurzel. Oh, das ist mal eine riesige Wurzel. Okay, kann ich aber mitnehmen. Alles klar. Anscheinend nicht riesig genug, um nicht mitgenommen zu werden. Ich muss mal kurz hinlegen. Ich muss schneller sein, oder? Bin ich schneller? Ich glaube so ein bisschen. Ich glaube ja. Ach Mensch, ach Mensch, ach Mensch.
Ah, okay, mit den Nummerntasten hier kann man verschiedene Emotionen um sich schmeißen. Scheint so. Hey! Ja, das ist die 3 macht auch ein Winken. Die Nummer 4 wundert sich, die Nummer 5 macht gar nichts. So, schade. Sehr wenige Emotionen. Aber gut. Immerhin. Immerhin ist es, also es könnte ein echter Mensch sein, man weiß es nicht. Oder zumindest ein echtes Lebewesen. Gut, könnte man auch daran erahnen, dass wenn der Sauerstoff fehlt, dass man dann vielleicht nicht mehr so ganz lebt. Könnte auch ein Hinweis sein. So, wir bringen das nochmal hier zur Forschung hin. Ich bin mal gespannt, was da drin ist. Wahrscheinlich etwas, was wir wieder nicht bauen können. So, gerade nochmal hier Grünzeug geholt. Dann kann ich das ja hier jetzt wieder aufladen, hoffentlich. Na, wenn ich den treffe. So. Aber es ist ja schön, dass man hier die Energiekrams mit Grünzeug macht. Ist auf jeden Fall praktisch. Ob das eine Biogasanlage ist, weiß ich nicht. Zumindest irgendwie funktioniert das. Vermutlich irgendwas sehr viel Zukunftsdeutenderes. Weil der Rest sieht auch ein bisschen eher futuristisch aus. Sagen wir es mal so. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Wie gesagt, es fehlt immer noch Gemisch hier zweimal. Ansonsten, was haben wir hier noch? Aluminium. Ich hätte ein Aluminium gehabt. Das habe ich verloren. Das liegt irgendwo da hinten in der Höhle. Ich weiß nicht, wie lange das da liegt, aber... Handelsplattform. Ach so. Ah, genau. Die hatten wir freigeschaltet. Stimmt. Drucker. Forschung haben wir hier. Schmelze. Ja. Stimmt, die Handelsplattform war das, die wir gehabt haben. So, Information. Na, was ist denn das? Hydrazin. Treibstoff. Das ist total schön. Ich freue mich jetzt schon. Das heißt, wir haben einen Rohstoff einfach bekommen. Ist auch praktisch, ne? Ach, war das durch... Nee, warte mal, weil das eine Pflanze war oder weswegen? Ich weiß nicht. Es wird schon... ich weiß nicht, wie zufällig der ganze Kram so funktioniert. Aber wahrscheinlich zufällig genug. So, ich gehe mal ein bisschen in die Richtung. Da war ich sonst eher selten bis gar nicht. Dass ich da nochmal ein bisschen hier... ein bisschen Gaskrams finde. Nee, Gas. Gemisch. Ich hoffe mal, hier ist was. Da hinten sieht das nach... Also das ist zumindest irgendwas Großes. Ah, sieht nicht sehr gemischt aus. Naja, das sieht eher nach Harz aus. Hm. Ich muss mal gucken, ich muss mal herausfinden, an welchen Stellen überhaupt das Gemisch sein könnte. An welchen Stellen das eventuell sich aufhält. Das ist Harz. Ja. Ist auch nicht verkehrt, aber brauche ich gerade mal eigentlich nicht. Gut, klar, wahrscheinlich braucht man das immer. Aber jetzt eigentlich gerade mal nicht. Ich gehe nochmal zurück, hol Sauerstoff, gehe dann nochmal hier wieder hin in die Richtung... Da könnte man noch interessantes Zeug finden. Vermute ich mal. Aber Sauerstoff, das ist ein Problem. Hier ist noch ein weiterer Höhleneingang. Ich will gar nicht in so viele Höhlen rein hier. Ha, immerhin ist hier ein bisschen Sauerstoff. Sehr, na gut, doch ein kleines bisschen, aber zumindest immer ein bisschen was. Okay, schon ein sehr kleines bisschen. Aber war ich hier schon? Das war eine andere Höhle, ne? Es gibt so viele Höhlen hier anscheinend. Ne, doch, hier war ich schon in der, genau. Mist, das heißt aber auch, dass ich gleich wieder ersticken werde, verdammt. Habe ich Sauerstoff hier? Nopes. Nopes. Ah, ich habe gar nichts. Ah, ich werde verrecken. Ich werde sterben, mal wieder. Hallo Berge. Tja, jetzt zurückrennen ist auch Quatsch. Geht nicht. Mal gucken, was hier drin ist. Anscheinend kein Sauerstoff. Tja. Also es ist schon ein bisschen traurig, was hier passiert. Ich bin traurig. Und dann falle ich auch noch demonstrativ hier runter. Super. Ach Mensch, immer die schönen Ressourcen. Ach, verdammt. Verdammt. Es gefällt mir nicht. Ich meine, das Spiel ist schön, aber das ist gemein bisher. Da fehlt mir im Moment noch so ein bisschen passendes Zeug. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob man hier sich einfach irgendwo reingraben sollte, um quasi
Ressourcen zu finden. Ich weiß nicht, wie man die genau oder am besten entdecken würde oder bekommen würde. Das kann ich noch nicht so ganz genau sagen hier. Wir können natürlich auch hier irgendwie Minenschacht uns selber graben. Und dann das ganze Zeug erstmal selber finden. Aber ich weiß nicht, ob das so wirklich schlau ist. Und testen können wir das. Ja, man lernt die nie aus. Die Kamera ist gerade nur ein bisschen anstrengend. Wo bin ich? Wo muss ich wieder raus? Hallo? Okay. Vielleicht ist das doch eine schlechte Idee. Zumindest dann, wenn es in so Nacht ist wie jetzt. Vielleicht ist das eine blöde Idee. Ja. Vermute ich gerade mal so ganz grob. Weil natürlich auch unter der Erde, das dann erst besonders dunkel wird, wenn eine Nacht ist. Natürlich, natürlich. Da gehe ich einfach mal so weiter. Ich hoffe mal, dass ich da ein bisschen was finden werde. Ich bin halt wirklich gespannt, was der Schmelzer denn genau macht. Was man da dann schmelzen kann. Ob man hier dann quasi Erze findet, die man dann zusammenfrickeln kann oder was da genau ist. Das wird sich dann halt zeigen. Sauerstoff mal auffüllen hier so ein bisschen. Achso, warte mal, den kann ich auch dann direkt zu dem Block zusammenfügen. Hallo? Ich hätte es gern, dass es einmal voll ist hier. Kleines bisschen Sauerstoff noch. Achso, das packe ich wahrscheinlich gerade immer jetzt genau in mich rein. Schade, das hat dann schon mal nicht gereicht. Mhm. Da ist aber noch ein weiterer. Genau, ich gehe nochmal in die Richtung, wo wir am Anfang auch gewesen sind. Wobei, da bin ich ja auch gestorben. Ha, Mist. Finde ich nicht gut. Wobei, da kriege ich dann vielleicht doch einen ganzen Block hin, dass ich da zumindest ein bisschen was auf Vorrat habe. Wobei, das ging auch echt schnell, das aufzubrauchen. Hatte ich den Eindruck. Im Moment bekomme ich eigentlich nicht viel mehr hin, als hier überhaupt rumzulaufen. Und das war's dann, gefühlt. Und da hinten sind ein paar Pfeile, ne? Weiß, was man dann noch so alles machen könnte. Ich werde das einfach mal komplett hier rauslutschen. Zwei Blöcke habe ich jetzt hier. Das ist schon mal gut. Ich gehe einfach mal in die Richtung hier. Ich hoffe, ich werde überleben. Ich gucke einfach nochmal, was hier ist. Ich sehe aber von außen schon, dass der Sauerstoff weniger wird. Das scheint aber, was ist das? Harz. Ist das ein riesiger Harzblock hier oder was ist das? Ist das ein riesiger Harzblock? Oh, spannend. Ich brauche nur kein Harz. Ich werde sowas von sterben. Es sei denn, hier ist Sauerstoff. Gefühlt ist das ja gerne an den Höhleneingängen. Außer natürlich hier vorne. Oder habe ich das hier schon weggenommen? Ich bin mir gar nicht sicher. Da ist welches. Ich werde das nochmal hier für mich mitnehmen. Ich brauche das gerade mal. Ich weiß nicht, ob das Zeug hier auch regeneriert. Ich vermute einfach mal nicht. So ganz grob. Noch ein Sauerstoff. Sehr gut. Dann gehe ich nochmal zurück hier. Bisschen was habe ich ja, aber ich... Ah, das ist sie. Da haben wir doch Gemisch. Hoffentlich gleich mal so ein komplettes Ding hier. Ein Gemisch zumindest. Kriegt noch ein zweites hin, damit sich die Reise zumindest gelohnt hat. Was heißt denn da keine Energie? Hallo? Muss halt mehr an die Oberfläche gehen hier. Au. Jetzt zu tief fallen darf man schon mal auch nicht. Ich hätte gerne hier weiteres Gemisch. Oh ja, wunderbar. Das reicht mir. Ich kann wieder zurück. Und weh, ich sterbe jetzt. Das steht nicht auf meiner Agenda. So, ich muss hier irgendwie wieder rauskommen. Na, komm. So, ha. Der Sauerstoff wird weniger. Ich hoffe, dass da vorne was Neues gespawnt ist in dem Sinne. Also Neues. Ach nee, kein... Ach nee. Ach, Kinders. Oh, ich werde sowas von sterben.
Nee, nee, nee. Selbst wenn ich mich eingrabe hier, werde ich ja nicht trotzdem von den Steinchen weggeklatscht. Muss ich mir jetzt den Filter hier? Ich werde dazu, glaube ich, gezwungen, mir einen Filter zu bauen. Okay, das A verbraucht sich automatisch dann. Zumindest baut sich automatisch ein. Windet das schon? Ich hoffe, ich bin geschützt hier unten. Ich hoffe, der Filter reicht auch lang genug. Okay, da sieht man die einzelnen Knöpfe verbrauchen sich anscheinend. Oder? Das wären doch eben noch drei hier, oder nicht? Ich glaube, jetzt ist nur noch einer. Mist, ist das Stürmchen weg? Ist es weg? Ach, Deluxe, warte mal. Hä? Hä? Problem ist, au, Sauerstoff, dass ich jetzt wieder zu wenig von dem Zeug habe jetzt hier, das, was ich haben wollte. So, Sauerstoff. Ja, das sollte jetzt zumindest ein bisschen reichen hier, oder zumindest wieder einen kleinen Augenblick. Es ist nicht so einfach. Aber es macht Spaß. Das gehört ja halt zu, dass man erstmal komplett quasi komplett nichts hinbekommt. Keine Energie. Wieder ziehen, Treibstoff, ja. Brauche ich gerade mal nicht. Geh einfach mal weiter, ne? Was ist das denn noch? Wolken, da gibt's Wolken. Ah ne, ist das alles? Ist das etwa alles hier? Oh, ich bin voll. Warte, ich kann keinen Sauerstoff mehr tragen. Hier baue ich mal einen neuen Filter. Ich glaube, das ist, der ist... Ach nee, ach verdammt. Ha, ich bin doof. Ich bin doof, ja. Ich bin doof. Ist das hier alles gemischt? Ach, super. Das ist eine richtige Menge hier. Geil. So ist es schön. Ach, jetzt kann ich. Jetzt habe ich doch keinen Platz für. Verdammt. Ich habe zu wenig Platz. Sollte nicht überraschen. Dreimal. Habe ich zweimal gemischt oder dreimal? Ist das das dritte hier oder was? Ich will doch keinen Sauerstoff jetzt wegschmeißen. Sollte man meinen. Eigentlich nicht. Ah, ist ja schön hier. Eine ganze Menge. Ich hoffe, dass die Menge jetzt leer ist. Na komm, einmal gemischt noch machen hier. Na komm, einmal gemischt. Nur, ist das hier ein Gemisch? Nein, Harz. So. Jetzt kann ich endlich nach Hause hier. Hoffentlich. So. Ja, sieht jetzt schon mal, also wie schnell sich das wenden kann, das ist toll. Warte mal, wenn ich hier Generator, nein, Leuchtfeuer, mache ich auch aus Gemisch. Mache ich ein Leuchtfeuer hin? Ne, ich hoffe mal, ich kann mir das so merken. Ich müsste mir halt markieren, wo denn die ganzen Ressourcen sind hier. Dass hier halt was ist. Das wäre ganz praktisch. Okay, der Filter ist schon mal weg. Tja, gut, da ist halt eine größere Quelle für Quarz. Da hinten ist nochmal Sauerstoff. Sauerstoff kann man eigentlich nie genug haben, ne, gefühlt. Also ich könnte da gerade nochmal einen Schlenker machen. Na gut, ich bin mal gespannt, was die Schmelze dann bringen wird. Ich gehe mal in die Richtung. Wie entspannt man hier lang rennen kann, wenn man sich nicht um den Sauerstoff sorgen muss. Das ist toll. Wenn man erst mal ein bisschen was gesammelt und gefunden hat. Okay, ich hoffe, ich habe noch, genau, ich habe noch drei Gemische mindestens dabei. Eins. Ah, das hat er jetzt schon beide gemacht. Schmelzer. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt, was der genau macht. Schmelzer, keine Energie. Natürlich nicht. Warum muss ich jetzt wieder einen Generator bauen? Geht das denn? Windfahne, Aluminium. Habe ich nicht.
Achso, das ist quasi neunter Platz. Also Solarmodul, kann ich das auch ranstopfen? Das ist ja auch interessant. Ah, cool. Das ist ja auch nett. Warte mal, das mache ich aus Gemisch. Aha. Das ist gerade mal gespannt. Da muss ich mir noch eins bauen hier. Das ist ja geil. Das andere ist zwar auch nett, aber es hat beides was, sag ich mal. Lithium habe ich noch. Harz. Tja, Batterie. Was macht die Batterie? Ich versuche mir eine Batterie herzustellen hier, würde ich mal sagen. Ist halt eher selten, aber ich bin mal gespannt, was die da macht. Kann ich mir die jetzt hier auch ranschrauben an mich selber? Füllt die sich mit Strom auf oder was? Die füllt sich auch mit Energie. Ah, das ist als Zusatz... okay. Gut, das ergibt Sinn, ne? Dass eine Batterie halt Strom speichert. Oder Energie. Was mache ich jetzt hier genau mit? Kann man da... Ist das egal, was man da reinschmeißt? Oder was ist da los? Vermutlich nicht. Vermutlich keinen solchen Quatsch. Harz wahrscheinlich nicht, oder? Kann man da Harz irgendwie verhärten oder Quatsch mitmachen? Was ist das eigentlich? Achso, Hydrazin, Treibstoff. Ja. Ist total gut bisher. Mhm, ich weiß genau, was hier los ist. Hm. Vielleicht muss ich mehr Sachen erforschen bisher. Vielleicht das. Was ist das hier noch? Achso. Warum liegt das hier so rum? Oder was ist das? Was sind das genau für Wände hier? Ich habe keinen blassen Schimmer. So. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, müssen wir mal schauen, was wir denn hier noch alles weiteres bauen können. Es wäre natürlich schön, wenn ich irgendwann nochmal meine verloren gegangenen Mineralien und Sachen wiederbekommen würde. Ich bin mir im Moment nicht sicher, ob ich das schaffen werde. Aber... Naja, gucken wir mal. Batterienverbindung, ja. Tank, Titan, Filter. Habe ich Kupfer? Habe ich nicht. Habe ich dir echt das Kupfer für ausgegeben, ne? Tja, ich muss mal gucken. Ich glaube, ich muss einfach mehr Sachen erforschen. Mehr Sachen aus der Gegend hier mitnehmen, erforschen. Mal gucken, was da draus wird. Ich mache erstmal eine Pause hier. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Astroneer. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, tschüss.